Illegal und gefährlich, aber gerade deswegen so reizvoll. Auch diese Jungs lieben den Kick, aber ohne dabei Kopf und Kragen zu riskieren. Die Hamburg Wheelie Kids. Ihre Leidenschaft, Motorradstunts. Insbesondere Wheelies, also nur auf dem Hinter- oder Vorderrad fahren. Je krasser der Winkel zum Boden, desto spektakulärer. Es ist einfach ein cooles Gefühl. Je höher man im Wheelie kommt, je näher man dem Kipppunkt kommt, desto leichter fühlt man sich eigentlich. Und das ist einfach ein Gefühl, das süchtig macht. So. Und das hat mich süchtig gemacht. Die Jungs filmen sich oft bei ihren Stunts, haben einen eigenen YouTube-Kanal. Und da sieht man auch Aufnahmen aus dem normalen Straßenverkehr. Konfrontationen mit der Polizei gab es schon. Aber was die Hamburg Wheelie Kids machen, fällt in eine rechtliche Grauzone. Grundsätzlich wird es ab genau dem Moment gefährlich, wo man die Kontrolle verliert. Und die Hauptkontrolle ist eigentlich die Hinterradbremse. Und sobald man da irgendwie ins Ruckeln kommt oder zu viel Gas gibt, ab dem Moment wird es gefährlich. Keiner von uns hat sich irgendwie noch nicht hingeschmissen dabei. Und dann hast du halt mal deine Prellung oder Schürfwunden oder brichst dir auch mal was. Denn trotz aller Risikobereitschaft, diese Jungs sind nicht lebensmüde. Im Vordergrund steht weniger die Anerkennung der Internetgemeinde, sondern das Gruppengefühl untereinander. Ihre YouTube-Clips verstehen sie eher als Werbung. Ist es uns wichtig, sag ich mal, generell im Internet Präsenz zu zeigen. Zu zeigen, hey, es gibt hier in Deutschland oder in Hamburg Leute, die sowas machen. Und natürlich auch für die Leute, die daran interessiert sind. Wenn ihr darauf Bock habt, dann kommt zu uns. Ihr könnt das mit uns zusammen üben. Und das ist auch notwendig. Denn ohne Erfahrung sollte man sowas auf keinen Fall nachmachen.